Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit Frau Motes. Sie haben das Buch geschrieben, Morgenluft. Wann kam denn eigentlich die Idee zu diesem Buch? Die kam, nachdem ich mit meinem letzten Familienroman fertig war und überlegt habe, was machst du jetzt? Du willst nicht zur DDR-Zusche werden, du hast zur DDR gesagt, was du sagen wolltest. Das war mir wichtig. Und zwar zur Nachkriegszeit auch, also zur Nachwendezeit auch. Und in dem zweiten Roman und jetzt wollte ich einfach anderes Terrain betreten und aber auf jeden Fall wieder was schreiben, was irgendwie einen gesellschaftlich relevanten Hintergrund hat, auch wenn der in dem Buch relativ wenig rausguckt. Er guckt schon ein bisschen raus. Also es ist nicht so, dass das nicht gesellschaftlich relevant ist oder so, sondern er guckt schon ein bisschen, so einen ganz leichten Hauch hat er immer. Danke, ja, das soll er auch. Ja, und dann habe ich mir eben gedacht, was mich eben stört oder was mir Angst macht eigentlich, ist, dass wir mit unserer Demokratie nicht so umgehen, wie wir es sollten und könnten und auch stolz darauf sein könnten. Und das sind wir immer weniger. Also wir nutzen meiner Meinung nach, also das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung, gesellschaftlich die Kraft der Demokratie immer weniger aus, die darin liegt, dass man eben Entscheidungen trifft, man ist von der Mehrheit gewählt und man trifft eine Entscheidung, die für diese Mehrheit spricht, die einen gewählt hat und die einen deswegen gewählt hat, damit man diese Entscheidung trifft. Und die trifft man und die zieht man auch durch. Und damit muss man einer Minderheit auch mal wehtun. Aber nur so gibt es Fortschritt, wenn man eben auch wenigen mal wehtut. Und das sehe ich immer weniger. Also Stichwort Populismus. Ne? Also alle springen irgendwie auf diesen Zug auf. Und das finde ich so gefährlich, weil dadurch eben auch, wenn die Kraft der Demokratie nicht mehr zum Tragen kommt, wenn wir mit unserer Demokratie keine zufriedenstellenden gesellschaftlichen Lösungen finden, dann geht auch das Vertrauen in die Demokratie flöten und dann kommen demokratiefeindliche Kräfte hoch. Und das sehe ich im Moment und das finde ich sehr ehrlich. Ja, das ist also ein ganz, ganz großes Thema momentan. Ich finde einfach, dass die Themen, die uns momentan bewegen, wie zum Beispiel auch der soziale Wohnungsbau und andere Dinge, einfach viel zu populistisch oder viel zu einfach und zu plakativ mehr oder weniger dargestellt werden. Ja. Also da sind die Lobbys und es ist keiner mehr so ehrlich zu sagen, hey, billig bauen kriegen wir mit den Gesetzen, die wir haben, gar nicht mehr hin. Wir müssen dafür mal ein paar Regeln ändern, dass wir überhaupt wieder einen sozialen Wohnungsbau machen können. Zum Beispiel. Und das wird gar nicht gesagt, ne? Weil da gar nicht der Wille dazu da ist. Ist ja unbequem. Ja, schwierig. Also ich habe momentan das Gefühl, dass man dem einen oder dem anderen nicht mehr wehtun möchte und dass dadurch mehr oder weniger unsere Gesellschaft immer mehr gespalten wird. Ja, und das ist ja genau das Thema meines Romans. Meine Figur Lou tut den anderen Kleingärtnern weh, und zwar ganz bewusst. Sie weiß es. Aber es entsteht keine Spaltung, weil es einen vertrauensvollen Umgang miteinander gibt unter den Kleingärtnern. Und das ist natürlich diese Kraft der Gemeinschaft, die wirklich toll ist. Also, ist das für Sie auch das Besondere an diesen Kleingärtenkolonien? Naja, man hilft sich natürlich. Also man hängt da zusammen. Also in manchen sicherlich wirklich auch sehr kleingeistig. In manchen sicherlich eher nicht. Das kommt immer auf den Vereinsvorsitzenden oder die Vereinsvorsitzende und eben die an, die sozusagen sich da besonders engagieren. Wie in jedem Unternehmen, wie in jeder Schule, wie in jedem Pflegeheim, wie in allem, wo sich irgendwie Gesellschaft organisiert, kommt es darauf an, was für ein Händchen diejenigen haben, die sich führend betätigen. Ja, wobei ich einfach finde, dass wir lernen sollten,
locker zu führen, beziehungsweise dem anderen einfach auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen sollten. Ja, unbedingt. Unbedingt. Das macht mein Maxe ja. Efkan darf seine Hühner haben. Die sind ja verboten. Aber Efkan hat sie halt. Nun ja, kann passieren. Ja, er ist, also Maxe ist schon ziemlich, er ist schon, er liebt seinen Verein sehr. Ja. Und darunter leidet auch so ein bisschen seine Beziehung zu seiner Kati. Ja, die leidet ja vor allem darunter, dass Maxe als Rentner zum alten Eisen sich geworfen fühlt und ein Betätigungsfeld braucht. Und dieses Betätigungsfeld ist eben sein Garten, den er mit Renteneintritt umgebaut hat in eine Gemüseplantage. Und nun ja, das ist natürlich... Das, was jetzt dran hängt, die Verarbeitung, ist für Kati nicht so richtig toll. Ja, wobei sie ja diesen auch eigentlich diese Naturverbundenheit auch irgendwo auch schätzt. Ja, sie schätzt ihren Garten. Sie hat ihn ja schon ganz lange mit Maxe und sie ist da auch gerne. Also ja, also sie schätzt auch das Idyll und sie schätzt natürlich auch diese kleine Welt. Denn in der kleinen Welt kann sie wirken, da kann sie sehen. Ja, kann sie über den Zaun gucken. Das macht ihr Spaß. Wobei, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, irgendwo gelesen zu haben, bei dem in dem Buch oder so, dass sie auch eine Zeit in so einer Kleingartenkolonie gelebt haben. Richtig. Ich habe das übrigens, habe ich mir das gar nicht bewusst gemacht, als ich das Setting gewählt habe, als ich mir dachte, für diesen Roman ist eine Kleingartenkolonie ganz toll. Ich habe nicht an kleingeistig gedacht, ich habe an kleingütig gedacht dabei, weil die meine Figuren schon alle erstmal relativ kleinmütig sind und dann sich entwickeln. Und so bin ich darauf gekommen. Und erst als ich schon, ich glaube, ich hatte schon angefangen zu schreiben, da dachte ich, Moment mal, du hast ja auch mal in einer Kleingartenkolonie gewohnt. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, das war von meinem 4. Lebensjahr bis zur 3. Klasse. Also da war ich wirklich noch Kind. Und es war damals in ganz Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber also in Ostberlin zumindest war es noch so, also Wohnungsnot war ja überall, weil eben auch noch nicht alles vom Krieg wieder aufgebaut war und im Osten ja nur noch weniger als im Westen. Und deswegen sind eben diese Lauben, wo die Leute im Krieg hingezogen sind, wenn sie ausgebombt waren, sind eben noch bewohnt gewesen und durften auch bewohnt werden ganz Jahre, also über das ganze Jahr, wenn sie halbwegs beheizbar waren. Und so eine Laube, also entgegen des Kleingartengesetzes, das in Ost und West nicht viel anders war, wo eben man nicht in einer Laube ganzjährig wohnen darf. Und diese Kolonie in meinem Buch ist ja auch eine Kolonie, in der die Lauben nach dem Krieg ertüchtigt worden sind, von einem Ofensetzer, der eine hatte, und einem Glaser, der auch eine hatte, um eben dort drin zu wohnen, weil die eben ausgebombt waren. So. Ja. Und so war es auch in meiner Kindheit. Und da waren einige Lauben, in denen die Leute ganzjährig wohnten. Ich würde mal sagen, in der Kolonie bestimmt ein Viertel. Ja, so fällt mir jetzt gerade ein, das ist mir im Übrigen gerade eben erst eingefallen, wo sie so sagten, ja, ganzjährig und überhaupt. Wir haben ich komme ja hier aus Gießen, Marburg, ne? Und ja. Da mein Uropa, der hat in Marburg auf dem Berg gewohnt und mein Vater hat in mehr oder weniger in so einer Laube seine ersten 10 Jahre mehr oder weniger oder so verbracht. Ja, ja. Und da war oben das Haus, das war dann mehr oder weniger aus Stein gebaut und dann unten, das war aus Holz. Ja. Und eigentlich ganz einfach und musste man den Weg dann runterlaufen. Mir fiel eben gerade, wo sie das so erzählt haben, da fiel mir dieses Haus auf einmal ein. Und ja. Weil mein Vater hat mir dann irgendwann gesagt gehabt, ja, das ist mein Elternhaus im Endeffekt. Und dann habe ich erstmal gedacht, oh. Ja. Papa, wie hast du gewohnt? Ja, ja. Also wir hatten zwei beheizbare Zimmer und
die Küche, die war irgendwie so da eingeklemmt, dass die auch beheizbar war. Und warum im Bad das Wasser nicht einfror, weiß ich nicht, aber das funktionierte. Aber das Schlafzimmer meiner Mutter, das war eben aus dem Holzanbau. Das war nicht beheizbar, das war im Winter eben, da war auch Frost. Das war eigentlich eher ein Zelt sozusagen. Aber das Wohnzimmer hatte einen Ofen und einen Kachelofen und das Kinderzimmer auch. Ja, das ist schon, also ich glaube, das war, ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, das war zum damaligen Zeitpunkt, so 60er, 70er Jahre, doch noch wesentlich häufiger der Fall, wie es, also heute ist es eigentlich eher weniger der Fall, glaube ich. Ich glaube, das ist inzwischen überall verboten. Also, aber man sieht immer noch diese in den Laubenkolonien, wenn man mal aufmerksam guckt, sieht man immer noch einige Lauben, die eigentlich fast wie Einfamilienhäuser sind. Natürlich nicht, wie man sich heute Einfamilienhäuser vorstellt, die ja irgendwie nicht unter 150 Quadratmeter haben dürfen, ja. Aber die schon kleine Häuser sind, die auch einen Schornstein haben, die aus Stein sind und so. Mhm. Die sieht man schon in den Kleingartenanlagen. Ja, das ist so. Also wir haben ja hier bei uns in Gießen, das ist der Inselweg bei uns. Und zwar ist das, wenn man hier von Gießen rausfährt, dann fährt man Richtung Wismar. Und da geht's rechts so einen Weg hoch. Und das ist der Inselweg. Und dort sind eigentlich lauter solche Gartenlauben, die mittlerweile geduldet werden und die ganzjährlich bewohnt werden. Mhm. Und da hat auch jedes Haus seinen eigenen Stromanschluss mittlerweile und alles. Hat dann einfach irgendwann die Stadt Gießen gesagt, na, mach mal halt einfach. Das ist okay, lassen wir mal. Ne? Ja, das ist toll. Das ist toll und das ist halt einfach, das sind dann halt einfach mittlerweile auch Häuser aus Stein, aber früher waren das einfach auch Holzhäuser. Und ich kann mich zum Beispiel noch bei mir, ich komme auch vom Dorf eigentlich, da gab es im Wald eine Hütte, eine Blockhütte aus Holz. Und da hat der Einsiedler gewohnt und der hat auch in so einer Laube mehr oder weniger gelebt. Ja. Also es gab ja auch wirklich verrückte Bebauungen. Wir haben dann eben ein Familienhaus gekauft in einem anderen Stadtteil Berlins und also irgendwann war das möglich. Das war eine Bebauung, in der bis zur Wende, erst nach der Wende wurde das geändert, immer ein Kleingartengrundstück, ein Einfamilienhaus, ein Kleingartengrundstück, ein Einfamilienhaus. Echt? War. Also immer? Ja. Und also zumindest in diesem Teil des Bezirks. Mhm. Und nach der Wende sind dann die Kleingarten, also wurde das sofort, wurde der Bau, der B-Plan, also wurde der geändert also alles Einfamilienhäuser und dann wurde rechts und links neben uns gebaut. Ah ja. Wie oft kommt das eigentlich vor bei der Recherche? Vielleicht sind Sie darüber gestolpert, dass solche Kleingärtenkolonien enteignet werden. Immer öfter, weil eben einfach ja viele Städte Wohnungsnot haben. In Berlin zum Beispiel ist ein relativ großes Kleingartengebiet in Berlin-Blankenburg. Das sind also mehrere Kolonien, die da verschwinden werden, weil wir einfach zu wenig Wohnungen haben. Und das soll eben mit Wohnungen bebaut werden. Und das ist im Moment der größte Streitpunkt. Ich weiß gar nicht, wie weit es da gediehen ist. Ich bin da vorbeigefahren und habe mir eben diese Plakate angeguckt, weil ja auch meine Kleingärtner Plakate haben. Was steht da drauf, wenn man sich wehrt? Und ich habe zwar keins 1:1 abgekupfert, weil meine Kleingärtner ja alle sehr eigen sind und natürlich Plakate brauchten oder Slogans brauchten, Banner, nicht Plakate, sondern Banner brauchten, die sehr typisch sind für sie. Aber ich habe es mir mal angeguckt, wie sieht denn das aus? Und es war schon klar, irgendwie so mit Kindern und so wird dann, und Grün wird dann argumentiert. Und das habe ich dann auch gemacht. Also da bin ich zu Recherchezwecken schon hingefahren. Und mein Trailer ist in einer Kleingartenkolonie entstanden, wo die Nachbarkolonie platt gemacht wurde. Und das sieht man in meinem Trailer auch. Das ist wirklich, also es ist halt eine Berliner Kleingartenkolonie und dort wird, was dringend gebraucht wird, ein Komplex, Schule, Kindergarten, Hort, Sportplatz, weiterführende Schule, also ein ganz großer Schul-Kinderkomplex gebaut. Was ist das? Ich finde es einfach wichtig, dass wir bestimmte Naturareale mehr oder weniger in unseren Städten auch beibehalten.
Ja, da ist eben tatsächlich nicht die ganze Kleingartenkolonie platt gemacht worden, sondern nur dieser Teil, der eben gebraucht wird. Für die, das andere steht alles noch. Aber wir müssen, glaube ich, auch wenn wir Wohnungen benötigen, und zwar dringend benötigen, aber wir müssen, glaube ich, das ist mir auch bei dem Lesen von dem Buch bewusst geworden, wir müssen überlegen, wie können wir den Wohnungsbau sozialer und ökologischer bewerben. Ja, und auch lebenswerter. Mhm. Also wie können wir Wohnungen schaffen, die wirklich, ja, die einfach eine Lebensqualität haben, auch mit einem Außenbereich. Ich war jetzt am Wochenende in Eisenhüttenstadt und habe meinem Mann, der Architekt ist, die Siedlung gezeigt, die 1953 bis 57, glaube ich, auf dem Reißbrett entstanden ist. Eisenhüttenstadt ist ein Ort an der Oder. Mhm. Und wie der Name schon sagte, also Eisenhüttenstadt, das gab's, diesen Ort gab es natürlich früher nicht, sondern der heißt nach der Eisenhütte, also nach dem Stahlwerk, was dort gebaut worden ist und ist praktisch direkt rangebaut an einen alten Ort, nämlich Fürstenberg an der Oder. Und direkt daneben ist dann eben Eisenhüttenstadt entstanden. Und das ist eine Siedlung, die ist so ähnlich wie in Berlin die Karl-Marx-Allee, also sehr repräsentativ, nur eben nicht sechs- oder siebenstöckig, wie das in der Karl-Marx-Allee ist, sondern eben dreistöckig, also kleinstädtisch. Mhm. Und diese Häuser sind um einen sehr großen Hof herumgebaut, der eigentlich ein Garten ist. Da sind Wäscheplätze, da sind Spielplätze, da ist Platz, um sich zu ergehen. Die haben Durchgänge, die haben Arkaden, in denen Geschäfte sind. Und in Laufentfernung gibt es Krankenhaus, Kindergarten, Schule, weiterführende Schule, Theater mit Kino. Also so, naja, auf dem sozialistischen Reißbrett entstanden, aber eben mit einer Wohnqualität, die wirklich und die wirklich zauberhaft ist. Und dann eben auch zum Beispiel der Kindergarten liegt an so einer kleinen Zwischenstraße, die nicht mit Autos zu befahren ist. Die ist aber nur, weiß ich nicht, 300 Meter lang. Also das kann man auf jeden Fall dahin laufen, egal von welcher Seite. Also ich sehe es halt einfach bei mir momentan. Ich wohne ja mitten in Gießen mittlerweile, also im Stadtteil von Gießen, und mein Vermieter hat dann auch immer noch das Grundstück nebenan gekauft und hat dann eigentlich, oder hat den Garten, der zu unserem Haus hier gehört hat, auf einmal platt gemacht, weil er dann ein größeres Haus dahin gebaut hat und wir mussten ja auf einmal noch Parkplätze. Und seitdem hat die Wohnqualität und auch das Miteinander auch stark gelitten. Ja, ja. Also man muss eben Formen finden, und das ist eben ein schlechtes Beispiel, ja, das ist so das Beispiel Tobias, ja, möglichst in meinem Buch, ne? Genau. Man baut da was hin, man nutzt maximal aus, was einem die Bauordnung gestattet, man kann dann maximal Quadratmeter verkaufen, man macht also maximalen Gewinn auch, und ja, so wird gebaut. Den Riegel gelesen habe, also so, ne, was der Matthias da baut, da habe ich echt an das Haus nebenan gedacht, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, boah, genau so. Also so ein einfacher Riegel, und da ist auch komischerweise in so einem Riegel ist auch eine höhere Fluktuation. Ja, ja klar. Das ist ja nicht, man will ja da, man fühlt sich ja da nicht zu Hause. Man will ja da nicht unbedingt ewig bleiben. Ja, und das ist halt. Ist ja nicht schön. Ja, genau. Also bei uns ist es halt einfach so, wir haben eine Zusammenkunft mehr oder weniger gehabt und wir haben öfters zusammen gegrillt und wir haben zusammen gefeiert und wir haben miteinander gelebt im Garten, und das ist immer noch in uns irgendwo drin, und deswegen ist es einfach, wir achten dann immer noch auf unsere Nachbarn, unter mir, über mir. Ja. Jeder weiß, wo der Schlüssel vom anderen ist, und das ist eine ganz besondere Atmosphäre, die ja auch in der Kleingartenkolonie da auch immer geherrscht hat. Also es hat ja auch jeder auf Lou geachtet, auch wenn Lou ein Außenseiter war oder Außenseiter ist, aber trotzdem war sie integriert und sie hat sich auf einmal richtig wohlgefühlt, hatte ich so das Gefühl. Genau, genau. Das war ja der Punkt, der ihr dann auch Schwierigkeiten mit sich selbst gemacht hat, dass sie sich da wohlfühlt. Ja. Ne? Ich mache hier alles platt und züchte Rosen. Das ist so dieser Satz, den sie irgendwann mal denkt, und der sagt alles, ja. Also sie
Sie wollte im Endeffekt dann auf einmal, da, ich glaube, da ist so der letzte Rest dann so, dann hat sie gedacht, ich muss da was ändern, ich muss das anders da machen, ich muss umdenken. Ja. Und ich glaube, das war so dieser Punkt, sie wollte mit diesen Menschen, mit Maxe und Kati, die so ein bisschen älter sind, und mit M&M, das lesbische Pärchen, oder mit Sarah und Efkan, oder mit, wie hieß er jetzt eigentlich nochmal? Rudi. Rudi oder Florian und Jana, die fehlen noch. Genau, und Florian und Jana. Und meine hippe Familie. Die hippe Familie und Rudi, der Althippie. Sind ja die ganzen Menschen mehr oder weniger total ans Herz gewachsen. So richtig. Ja. Also das ist, sie wollte eigentlich gar nicht mehr weg da. Also nee, ist ihr ja gelungen. Ja, ist ihr ja dann auch in gewisser Weise ist ihr dann gelungen. Wer ist denn eigentlich ihr am meisten ans Herz gewachsen? Das kann ich gar nicht sagen. Also die sind mir alle irgendwie auf ihre Art und Weise lieb. Sehr erstaunlich hat sich für mich Jana entwickelt. Also die hat eine größere Rolle bekommen, als es ursprünglich vorgesehen war. Mhm. Merle ist mir auch sehr, Merles Problem finde ich auch irgendwie, weil die ja so ein bisschen schräg ist, das hat mir einfach Spaß gemacht und gefallen. Und ich kann eigentlich gar nicht sagen, es gibt immer so Szenen, die ich besonders liebe mit denen. Bei Maxe liebe ich die Szene, wo er mit Lou auf der Schaukel sitzt, ganz zum Schluss. Das ist eigentlich meine Lieblingsszene des Buches. Und wo Maxe wirklich, der hat eben das Herz am rechten Fleck. Und der lässt sich da nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen und macht jetzt ist alles heidi-teidi. Nee, mein Fräulein, so ist es nicht, ja. Und setzt sich mit ihr auf die Schaukel und redet ihr ins Gewissen. Und das finde ich aber eben auf eine sehr, eben auf eine Maxe-Art. Und die finde ich, also das hat mir sehr Spaß gemacht, das zu schreiben, also in Maxe wirklich reinzuschlüpfen und es auch so zu schreiben, wie es eben Maxe machen würde, nicht wie Frau Motes das machen würde, sondern wie Maxe das machen würde. Also das war ein großer Spaß. Und Rudi ist mir insofern, das fand ich auch toll, weil ich da eben recherchiert habe, also einfach auch, oder nicht recherchiert habe, ich habe eben Erzählungen von Freunden, die älter sind als ich, die entweder sogar noch dieser Generation angehören, vielleicht ein bisschen jünger sind als Rudi, aber doch die Hippie-Zeit schon noch mitgemacht haben, so was die so erzählen und was es einfach auch für einen Geist war. Und man sieht es ja auch in vielen Dokumentationen über alles Mögliche, also über Umweltschützer oder über Kernkraftgegner oder so. Und dann laufen die ja alle rum. Und das ist schon... das ist eine tolle Welt für mich auch gewesen, die zu entdecken. Und ich musste die ja entdecken, sonst wäre mir mein Rudi ja nicht gelungen. Ja, es ist Ihnen ja auch diese Zeit, Sie haben ja auch einen Titel von Schneewittchen genommen. Und zwar unter den Steinen ist der Strand. Ja, unter dem Strand, da liegt der Strand. Und das ist so ein tolles Lied. Und das kennen, glaube ich, auch die wenigsten Menschen. Da muss man sich schon ein bisschen mit dieser Althippie-Zeit auch in Deutschland ein bisschen auseinandersetzen. Es kommen ja manchmal so persönliche Anknüpfungspunkte und gerade bei diesem Lied ist einer bei mir. Ich habe nämlich in Frankfurt am Main gewohnt und zwar Nord- und Bornheim, also da, wo sehr viele dieser Studentenbewegung damals auch gewohnt haben, und dort gibt es das Café Pflasterstrand. Da, wo die sich alle getroffen haben. Und ich wusste nie, wo das ist. Und als ich in den Wehen mit meinem ersten Kind sozusagen immer rumlief, also immer so um das Bürgerhospital in nicht allzu weiten Radius, aber rumlaufen ist so das Beste, damit sich alles gut entwickelt und voranschreitet, ehe man sich dann in den Kreissaal begibt. Und da habe ich das gefunden. Und das ist mir natürlich... so kam ich natürlich, dachte, Moment mal, da ist doch das und das war doch ein Lied und das war doch nicht nur ein Slogan und das war doch, und dann habe ich das mal so rumgegoogelt und dann dachte ich, jo, Rudi. Ja, also ich kannte das Lied, ich habe es am Lagerfeuer gesungen. Ja. Und mein Vater sagt, naja, das kenne ich auch schon seit ewigem Tag.
Ja, das ist sowieso mein Papa, also ist eigentlich nicht mein richtiger Papa, aber ne, ist mein gefühlter Papa. Und der, das erste Lied, was ich auswendig kannte, sage ich immer wieder, war Riders on the Storm von The Doors. Ja, cool. Und das war dann meine Erziehung, musikalische Erziehung, die ist immer noch da. Ja, und nicht die schlechteste. Das war eine tolle Zeit. Das waren so tolle Lieder, also einfach auch textlich und also musikalisch sowieso. Das war schon, toll. Ja, und dann habe ich auch diesen irgendwie auch so als Bild im Kopf gehabt, dieses Flower Power, also was Rudi da so reingeschrieben hat mit den Buchstaben, die so größer werden, also in diesem Kreis. Richtig. Und das sehe ich so vor mir, also auch die Form dieser Buchstaben, diese runde Form, das ist, das sehe ich so wie so auf so einem Sticker, aber ich glaube, das habe ich mal auf einem Banner gesehen. Ja, es gibt ja oft solche Buttons oder Banner genau. Und so. Und das ist, ich finde, die Flower Power Zeit ist sowieso eine tolle Zeit gewesen. Also musikalisch gesehen, also ich kenne sie ja nur musikalisch, ne? So alt bin ich ja dann doch noch nicht. Aber prinzipiell finde ich, das kommt schon richtig gut rüber. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr offene Zeit, wo man auch für die Demokratie gekämpft hat. Ja, natürlich. Also Rudi hat ja sehr wohl, also weniger für die Demokratie als gegen die Rechten, die Demokratie ja nicht unbedingt so wollten, gekämpft, was ihn ja 50 Jahre seines Lebens gekostet hat. Und der war schon engagiert. Also das ist ja sowieso, und dann, wen ich auch total spannend fand, das war Florian. Ja. Also Flori hat der Tierarzt, der Angst hat, Tieren weh zu tun. Ja, das ist ja so, das ist eigentlich, das war, ich weiß gar nicht, das war ganz am Anfang, war das, glaube ich, noch gar nicht da. Also ganz am Anfang habe ich eher so gedacht, naja, Jana will halt diese hippe Öko-Familie, ne, diese hippe Bio-Familie, das will sie leben und sie will da mithalten und so. Und für Florian ist das eigentlich, der guckt sich die Menschen an und der sieht eben einfach, dass Philipp viel lieber auf dem Spielplatz spielen würde, als in seinem Kleingarten mit seiner kleinen Schwester im Buddelkasten, die ihm dann seine Bauwerke zerplumpst. Also der ist ja eher so und in Zirkus gehen und so, also der ist einfach anders drauf. Und über dieses Menschliche, was er hat, also ne, wirklich am Menschen sein, während Jana ja zunächst mal sich an Werten orientiert, die wenig wirklich mit Menschlichkeit zu tun haben, sondern nur so Theorie, also als Theorie mit Menschlichkeit zu tun haben, da kam das dann auch mit den Tieren, dass er die nicht anfahren. Aber das ist da so. Muss er ja auch irgendwie Loser sein, der Arme. Aber ich finde ihn trotzdem. Ich habe ihn richtig ins Herz geschlossen. Wen ich absolut geliebt habe, war Sarah und Efkan. Ja, die lieben sich ja auch selber. Also die zwei, die sind sich selbst genug und die haben so eine Wärme, also nicht nur gegenüber sich selber in diesem Buch, sondern die erleben alles. Also die erleben alles zusammen. Die fühlen sich, die erleben sich und es ist einfach so schön. Ja, die haben eine sehr emotionale, eine ganz starke emotionale Beziehung. Und das war ja auch wichtig, sozusagen um diesen Kontrast, dass sie eben keine Kinder haben können, also dem so eine emotionale Beziehung als Kontrast zu geben, was das ja noch alles viel schlimmer macht, dass man keine Kinder kriegen kann. Wenn man nicht so emotional und liebevoll ist, dann muss man vielleicht auch nicht unbedingt Kinder haben. Also genau. Aber wenn man so ist, dann will man sie. Aber ich finde halt einfach, und das ist, deswegen sage ich einfach auch selber lesen, dieses Buch selber lesen, selber erfühlen, das ist, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig. Auch für einen selber. Auch für einen selber als Mensch. Das ist. Ja, also es ist auf jeden Fall, steckt ja hoffentlich viel drin. So wollte ich das. Also es ist schon,
Es sind Seiten, die einen auch ein bisschen im Nachgang ein bisschen beschäftigen. Also es ist immer so, ich merke dann auf einmal auch, wenn ich dann so mich auf das Gespräch so ein bisschen vorbereite, auf einmal gibt es ganz andere Punkte, die mir auf einmal wichtig sind bei einem Buch wie vorher. Wo ich die Rezension zum Beispiel geschrieben habe. Es ist einfach echt total spannend und es gibt halt einfach, dieses Buch gibt einfach unwahrscheinlich viel her. Ja, so soll es ja auch sein mit Literatur, deswegen liest man ja Bücher. Ja. Muss so sein, das soll so sein. Das muss so sein. Wie kam es eigentlich zustande, dass Sie dann zum S. Fischer Verlag gewechselt sind? Lübbe hatte für, das ist ja, das ist eine Genrefrage, das ist Unterhaltung Upmarket, also das ist eben doch etwas komplexer als das, was Lübbe eben sonst macht. Und meine Lektorin hätte mich gerne behalten, aber sie hatte keinen Platz dafür. Inzwischen hat Lübbe einen Platz. Sie hat mir dann auch gesagt, ja später, ja jetzt hätte ich so einen Hardcover-Platz für dich gehabt, aber damals hatte ich den noch nicht. Und es ist, wie es ist. Und dadurch bin ich dann eben zu einem natürlich auch Unterhaltungsverlag, also Krüger ist ja auch ein Unterhaltungsverlag gekommen, aber eben einer, der doch etwas, ja, wie wir eben im Buchmarkt sagen, upmarket ist, also so ein bisschen über dem, was klares Genre ist. Es ist ein Gesellschaftsroman, klar, aber es ist eben jetzt nicht ein Liebesroman, ein Familienroman, ein Krimi, so, ne? Das ist im Endeffekt, es ist so vieles, weil es ist gesellschaftspolitisch, es werden viele Sachen angesprochen, es werden, wie man solche Sachen auch schützen kann. Wie kam es eigentlich zu den Hamstern? Genau. Die Hamster, ich habe die Hamster vergessen. Ich habe die Hamster ganz vergessen. Ja, mein geliebter Hamster. Also das, das was Lou, woran sich Lou an, aus der Grundschule erinnert, das war für mich, das ist meine Erinnerung. Also das ist sozusagen autobiografisch. Dass so ein kleines Vieh so tief buddelt, boah, das hat mich wirklich also nachhaltig, wie soll ich sagen, beeindruckt. Und deswegen habe ich mir das gemerkt. Wie tief buddelt denn eigentlich? Und dann hatte ich ja dieses Flusseck. Und dann mussten die sich irgendein Tier suchen und das durfte ja nicht klappen. Also ich brauchte ja ein Tier, wo das nicht klappt, also wie die Fledermaus bei der Waldschlösschenbrücke in Dresden, ja, wenn die jetzt irgendwie eine Kröte gefunden hätten oder so, tja, dann hätte ja doch noch alles für die Kleingartenkolonie gut ausgehen können. Das wollte ich ja nicht. Also musste es musste eben diese Fährte gelegt werden mit dem Hamster, weil eben am Fluss das Grundwasser so hoch ist, dass ein Hamster dort nicht hinzieht. Also, aber trotzdem, ich saß da, ich so, warum eigentlich gerade der Hamster? Also ich saß da wirklich, habe gedacht, kann man nicht irgendwas anderes, weil, also es werden ja Naturschutzgebiete, und es ist gut so, wegen verschiedensten Sachen einfach gemacht. Also, ne, ja. Also ich kenne Naturschutzgebiete, da ist es einfach, weil da ein bestimmter Falter mehr oder weniger anwesend ist. Genau, genau. Also eigentlich noch kleiner wie so ein Hamster. Und der hat da eine einzigartige oder mehr oder weniger einzigartige Population. Und also da gibt's ja schon, ich finde es auch enorm wichtig, dass man solche Dinge schützt. Es wird aber trotzdem immer gebaut. Ja, also natürlich. Es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Fall, wo nicht gebaut wurde. Dann werden halt 20.000 Ameisen umgesiedelt oder irgendwas. Also dann gibt's Auflagen, aber letztlich wird gebaut. Also dauert dann nur sehr viel länger und ja, aber letztlich, also wie auch bei der Waldschlösschenbrücke, da gibt es dann irgendwelche Auflagen und dann wird sie doch gebaut. Ja, also ich kenne ein kleines Naturschutzgebiet, das gibt es jetzt schon seit 30 Jahren, es wird dann nicht weiter gebaut. Okay, aber dann ist es auch ein Naturschutzgebiet schon immer gewesen und es wird dann nicht entwidmet. Ja. Also es ist jetzt seit... Das ist ja nochmal was anderes. Also auch wenn ich da wird dann nicht gebaut. Ja. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei mir, ich laufe jetzt hier die Straße runter und ich bin dann gleich in der Wisseckaue und das ist auch ein europäisches Tierschutzgebiet. Also, ja. Und das ist so wichtig eigentlich, solche Sachen zu haben und auch genau, einfach... Genau, also wenn das einmal Naturschutzgebiet ist, dann trifft das natürlich nicht zu. Dann wird, also dann ist das schwierig.
das umzuwidmen, wenn dann da auch noch irgendwas, irgendein Tier ist, was da einmalig ist und so. Aber wenn es jetzt ein ganz normal, also Felder oder eben in meinem Fall eine Kleingartenanlage, wo ja eh schon was steht, da findet man was. Oder Dresden, Waldschlösschenbrücke im Stadtgebiet, ne? Da findet man was. Mhm. Aber es ist schon, also ich finde, wir müssen, und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wir leben momentan in einer Zeit, wo es wirklich immer wärmer wird. Und ja, es gibt eine Klima, also das Klima verändert sich und zwar rapide. Ja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, so oft so viel geschützt zu haben wie in den letzten Jahren. Und ich bin kein Mensch, der bei Hitze ein großes Problem hat, aber momentan ist es mir einfach too much. Ja, aber da findet ja Lou eigentlich, wie ich sagen würde, eine sehr vorbildliche Lösung. Ja, also wenn ich mir dieses Haus vorstelle, ja, das ist einfach, das ist so grün, so lebendig. Ja, das ist wenn man so von oben rauf guckt, ist alles grün. Da ist mehr grün sozusagen als bei der Kleingartenanlage, weil ja auch die Dächer begrünt sind. Also das ist ja wirklich alles grün, wenn man jetzt von oben drauf guckt. Natürlich ist es nicht so, also die Erde ist schon versiegelt, richtig, zu großen Teilen. Das ist so. Also was sozusagen grüne Lunge oder so, ne, das ist da gegeben. Und dann ist ja auch das mit dem Abwasser und so. Das ist ja, habe ich da wirklich gegoogelt und gemacht und getan. Hat der Manager, und recherchiert. Hat der Manager auch ein bisschen geholfen? Den habe ich da eigentlich gar nicht gefragt, aber der hat indirekt geholfen, weil ich natürlich mit ihm ja auch im Gespräch bin über Bauvorhaben und über was geht und natürlich auch über diese Dinge, dass die Budgetierung eben nicht für schöne Sachen ausreicht und wo er dann manchmal trickst, oder er hatte eben jetzt wirklich einen sehr großen Bau. Er hat das neue Arbeitsamt Friedrichshain-Kreuzberg gebaut, was ein Terrassenhaus ist übrigens. Und sieht auch nicht aus wie ein Arbeitsamt und hat eben sehr schöne Büroräume, weil er eben diese Möglichkeit hatte über den Bauträger, dass es auch finanziert wurde. Ne? Und da sind auch diese Regenrückhaltebecken, da gibt es jetzt in Berlin neue Verordnungen. Sowas höre ich natürlich von ihm und das macht mich in gewisser Weise sensibel. Also so ein bisschen hilft er dann doch in der Richtung. Hat er dann doch so ein bisschen genau, Ideen. Genau, also, eher indirekt, aber er hilft. Und wenn irgendwas ist, dann frage ich ihn. Ja, ja. Also, ne, weil ich glaube, das wäre ja dann wahrscheinlich, das ist dann so der einfachste Weg, was kann man machen? Und ich glaube, das genau. Ist dann auch diese Finanzierung, wie du das angedacht hat und so weiter. Also dieses Buch birgt so viele Ideen, so viel Menschlichkeit, so viel Wärme, dass es einfach gelesen werden muss und vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Ich danke. Und ich glaube, diese Demokratie, die in dieser Kleingartenkolonie herrscht, ne, die ist, glaube ich, auch ein bisschen vorbildlich, weil jeder versucht, mehr oder weniger nicht sein Schäfchen ins Trockene zu bringen, das ist das falsche Wort, sondern ich finde, jeder Bewohner versucht, die Welt da ein bisschen besser zu machen in seinen Augen. Ja, ja. Also die sind schon, die wissen, was sie an diesen Kleingärten haben. Die wissen, dass das ein Schatz ist, unabhängig davon, dass es ihre Rückzugsorte sind. Mhm. Wissen sie auch, dass das ein Schatz ist. Und da sind sie sich einig und den bewahrt man. Richtig. Kenne ich ein bisschen aus meiner Familie. Wir hatten ein Sommerhaus und also was meine Großeltern für ihre Kinder und Enkel gebaut haben. Das heißt, zwei der Kinder haben das mitgebaut, auch mit eigenen Händen, weil man damals nicht so Handwerker kriegte und so. Und dann wurde jedes Jahr Ostern, wurde das eben wieder aufgemacht. Das war immer im Winterschlaf sozusagen. Und saßen alle da mit ihren Notizbüchern. Und dann wurde festgelegt, wer wann dort ist. Aber es wurde eben auch festgelegt, was müssen wir machen am Haus? Wer macht das? Was ist perspektivisch zu tun, ne? Und dann wurde dafür gesorgt, gemeinschaftlich, dass dieses Haus einfach gut dasteht.
vielleicht ist es auch etwas, was ich wirklich mitgenommen habe. Ja, wie Erwachsenen alle da saßen und sich überlegt haben, wie machen wir es gut? Wie kriegen wir einen Handwerker oder kriegen wir es vielleicht so besser hin oder hm? Und so sitzen die ja auch da und überlegen sich, ja, was pflanze ich denn für den Hamster an? Also ich könnte das anpflanzen und ich habe das und so und dann schaffen die da ein leckeres Buffet. Ja, ja, und also und das machen sie ja überall. Und jeder hat so sein Geheimnis und darüber reden wir jetzt auch nicht. Jeder von denen hat so sein eigenes Geheimnis, was er mehr oder weniger vor den anderen versucht zu verbergen. Und also dementsprechend, es sind viele Seiten zu lesen, schön zu lesen. Es ist total schön gebunden. Es hat viel Input und viel zum Nachdenken. Ja, also die Gestaltung, das muss ich sagen, da war ich auch so glücklich drüber. Ich habe das Cover gesehen und dachte, ja, das schönste Cover des Frühjahrsprogramms. Und dann diese Vignette, es gibt ja eine Vignette, die hat, also, oder die Vignette, die hat ja einen bestimmten Dreh. Das würde ich eigentlich am liebsten auch gar nicht verraten, aber das ist so ein kleiner, ja, so was Kleines, Freundliches, wo man sich als Leser wirklich gut aufgehoben fühlen kann und sagen kann, ach, wie schön, ja, ist auch was Schönes zum Verschenken dadurch, weil es wirklich hochwertig ist. Und vorne der Plan von der Kleingartenanlage drin, der ja jetzt für den Inhalt nicht unbedingt nötig gewesen wäre, ist halt toll. Ja, ist halt wie so ein Haus, was kein Wohnriegel ist, sondern ein schönes Haus. Es ist halt einfach für mich persönlich, ist es das, was mir momentan öfters fehlt, auch in der Politik. Es wurde auf Kleinigkeiten geachtet. Ja, genau. Ja. Ja, da bin ich sehr glücklich damit, das muss ich echt sagen. Und es wurde eine runde Geschichte, die man, ja, also ganz ehrlich, ich habe mir überlegt gehabt, also gut, wahrscheinlich sieht das Haus in meinen Gedanken ganz anders aus wie bei Ihnen oder bei jemand anderem. Es ist halt einfach so. Und ich glaube, jede Person, die da beschrieben wird, auch wenn sie genau beschrieben werden, aber man hat immer andere Gedankengänge, wie die Person aussieht. Genauso ja, wie auf jeden Fall. Jedes Häuschen anders aussieht, wie bei jemand anderem. Also jeder von uns hat ja seine eigenen Fantasien. Das ist das Tolle an Büchern. Und jeder kann aus diesem Buch, glaube ich, auch etwas anderes rausziehen. Ja, ja, ja. Also von den Häuschen habe ich von jedem einen ganz genauen Plan. Die kann ich auch alle nebeneinander legen, wie die stehen. Also da habe ich 6 Blätter sozusagen, wo ich die Gärten gemalt habe und die Häuschen da drin. Und die ganze Inneneinrichtung und wie die Räume angelegt sind und so, das habe ich mir alles genau aufgeschrieben, damit niemand sich irgendwie verirrt in so einem Haus. Es muss ja immer passen. Ja, vor allem, das macht man ja als Lesender, ist das ja eher intuitiv. Also man hat dann irgendeine Störung, wenn es irgendwie nicht passt und man weiß vielleicht gar nicht warum. Aber die hat man, wenn man sie denn hat, deswegen nicht, weil ich es wirklich ganz genau angelegt habe. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es ganz genau ist, dass es Fantasie für jeden von uns hat, aber dass es eine runde Geschichte gibt. Weil manchmal hakt es auch bei Büchern, bei so Kleinigkeiten, wenn man auf einmal das Gefühl hat, nee, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein, weil das Licht oder das Fenster war doch letztens vor 10 Seiten noch ganz anders da. Der Schreibtisch, der stand irgendwo anders da oder warum kann jetzt auf einmal von hinten da drauf geguckt werden? Das war doch vorher nicht möglich. Und Genau. Und das war bei dieser, man hat ja immer so spezielle Vorbereitungen für verschiedene Bücher. Und für dieses Buch war das dann, das entstand natürlich während des Schreibens auch, ne, während ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich verschiedene Dinge festgelegt und wenn sie dann festgelegt waren, mussten sie so bleiben. Also man hat eben ja für jedes Buch sehr unterschiedliche Vorbereitungen. Und bei diesem war es eigentlich, was die Figuren anbetrifft, eine Tabelle, so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja, weil wirklich viele verschiedene Persönlichkeiten, weil es einfach mehr oder weniger alles abgebildet hat. Ja, das so sollte das sein. Und dann eben wirklich, wer streitet sich mit wem, also wo gibt es Konflikte, mit wem, warum,
So, das war in dieser Tabelle auch schon so ein bisschen vorgezeichnet, auch je nach Charakter. Mhm. Also ich habe schon in der Tabelle die Charaktere entwickelt, praktisch. Also und das war eigentlich mein erstes Angebot. Ja, und dann noch die Zeichnungen dazu und dann kann man da draußen eine runde Geschichte stricken. Ja. Und wenn man sich dann vielleicht auch nochmal, wahrscheinlich auch noch ein bisschen treiben lässt, weil man auf einmal die Figuren ganz anders entwickeln kann, wie man vorher eigentlich gedacht hat. Weil ich habe immer wieder erfahren, dass sich bestimmte Geschichten verselbstständigt haben. Ja, das war bei mir auch. Also diese Madame Ginou zum Beispiel, das ist tatsächlich so, ne? Also Van Gogh hat sie 5-mal gemalt. Das geht aus seinen Aufzeichnungen hervor und eine fehlt. Also die muss irgendwo sein. Die muss irgendwo sein und... Naja, wir haben sie gefunden. Wir haben sie einfach gefunden. Und sowas, das weiß ich natürlich am Anfang auch nicht. Aber ja, also ja, wir haben sie gefunden. Also und... Sie ist ja auch schon wichtig für diese Kleingartenkolonie. Also sie ist wichtig für diese Kleingartenkolonie und vor allem ist wichtig, dass es dann nicht so einfach geht, wie sich Jana das denkt. Das wäre ja easy peasy. Ja. Aber so ist es dann eben nicht. Ja, aber easy peasy gibt es bei diesem Buch nicht, weil es gibt immer eigentlich gibt es überall Reibungen. Und das macht das Ganze so interessant. Zwischen jeder Persönlichkeit gibt es irgendwann mal Streit oder so kleine Reibungen. Ja. Wo auf einmal der Weg gesucht wird, aber man will den anderen ja nicht verprellen, dann wird auf einmal der Weg gesucht. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also, bevor wir jetzt hier noch das ganze Buch verraten, machen wir jetzt lieber Schluss. Ich kann einfach nur empfehlen, das Buch zu lesen. Und es ist, glaube ich, auch eine richtig gute Sommerlektüre momentan. Es ist ein super Sommerbuch. Also man ist wirklich im Garten, man fühlt sich in den Garten versetzt, in den Liegestuhl und kann das im Urlaub oder im Sommer lesen. Also man hat eben auch die Sommerstimmung. Es spielt ja auch einen Sommer lang. Es beginnt im Frühling und endet im Herbst. Aber die Hauptzeit ist eben wirklich der Sommer mit all der Fülle, die Gärten und die Natur im Sommer eben hergibt. Ja, man kann sogar ein bisschen was über Gemüse lernen und über Birnen, Äpfel. Wobei mein liebster Apfel ist nicht vorhanden, das tut mir leid. Wer ist es? Ich bin ein Grafensteiner Fan. Ja, der ist ja sehr süß. Und das ist toll. Grafensteiner ist auch toll. So eine nicht nur süß, sondern der hat auch so eine schöne Säure teilweise. Also ich finde, das ist einfach, also gut, das ist ja, ne? Ja, ist dann doch mein Lieblingsapfel geworden. Ich glaube, der Koks Orange ist dabei. Ich glaube auch. Also, aber Birne ist auch mit dabei. Und es gibt, und auf einmal habe ich auch wieder gelernt, es gibt so viele verschiedene Sorten von Rosen und Farben und boah. Also war schon. Ja, oder? Es war, das sieht so schick aus. Ich komme aus einer Botanikerfamilie, die hatten alle Gärten und was für Gärten. Besonders mein Opa. Also da war meine Familie beteiligt. Also ich komme ja aus dem Dorf, wie gesagt, und da hat man auch noch einen Garten drumherum. Oder man hat auch noch einen Gemüsegarten, so einen richtigen Gemüsegarten und Obstgarten und ein Baumstück mit Grafensteiner Äpfeln. Ja, unbedingt. Zum Beispiel, oder Zwetschgen oder sonst irgendwas. Also das sind ja schon Dinge, die ich glaube, das müssten viele Menschen, das kann man einfach, dieses Feeling kann man, glaube ich, bei diesem Buch auch so ein bisschen noch mitnehmen, damit man einfach mal weiß, warum ist das eigentlich so besonders, warum ist es so schön. Und das soll man auch mitnehmen, ist mir ganz wichtig. Kleingartenkolonien sind nicht spießig und nicht, sondern ja, es gibt bestimmte Regeln und aber man kann auch unwahrscheinlich viel draus machen. Und es macht so viel Spaß, im Garten zu buddeln, im Herbst die Kartoffeln rauszuholen, am Lagerfeuer zu grillen oder sonst irgendwas. Und es ist erholsam. Also Grün ist einfach erholsam. Und das tut einfach der Seele gut. Ja.
Und dieses Buch halt in diesem Falle auch. In das diesem Sinne. Schönes Schlusswort. Einen schönen Abend noch. Wünsche ich Ihnen auch und ich danke für das Gespräch. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlunch.eu. Euer Markus.